This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Moin, Tag, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von The Stanley Parable. Ich habe online mal gespickt, ich weiß, uns fehlen noch genau 6 Enden. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das alles offizielle Enden sind. Es gibt auf jeden Fall noch 6 mögliche Geschehnisse. Das eine ist versteckt, da muss man tatsächlich so ein bisschen Vorbereitungen treffen, um das überhaupt erreichen zu können. Und ein anderes ist nur eine Variation eines Endes, was wir schon hatten. Aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie wir die restlichen Enden kriegen. Deswegen, also wir sollten jetzt in den kommenden Folgen das alles abschließen können. Als allererstes sehe ich mal, ein Ende können wir schon mal nicht starten. Das ist das, wo wir diese ganzen Inputs für den Computer machen. Ne, weil der letzte Input wäre hier auf Stanleys Computer. Und den haben wir noch nicht. Deswegen, ich würde einfach mal sagen, wir starten mal los. Wir gucken mal. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Wir gucken mal, dass wir jetzt vielleicht hier die, heute mal die Inputs fertig kriegen. Auf das Ende hätte ich nämlich mal Lust. Ach du Scheiße. Okay, das war der zweite Input. Jetzt müssen wir einmal neu starten, weil wir nämlich pro Runde immer nur einen Input machen können. Ich hatte eigentlich gedacht, wir wären schon weiter, aber das hat er wohl nicht gespeichert. So, dann suchen wir jetzt den dritten Input. Ich weiß, einer ist... Das ging schnell. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich weiß, einer ist ganz oben bei dem Schreibtisch der Sekretärin. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might be coming to a staircase. Stanley walked upstairs to his boss's office. Ich lass ihn heute nicht mal ausreden. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mache das so nicht, aber da wir so ein paar Mal neu starten müssen, jetzt zum Beispiel gleich nochmal, weil wir keine Büroräume mit Computern gekriegt haben. So, und weiter geht die wilde Jagd. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing? Alter, was? Wieso hat er den Input nicht gespeichert? Oh, muss ich wirklich jedes Mal... Das probieren wir jetzt mal aus. Wenn ich jetzt neu starte, warum sind wir wieder auf dem zweiten Input? Das kann doch nicht sein. Ja, das kennen wir schon. Ich gehe einfach mal weiter. So, Input. Seht ihr hier einen Input? Ich sehe keinen Input.
Oh, ich hoffe, das ist nicht irgendwie abhängig davon, dass wir das innerhalb von... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Dass wir das innerhalb von aufeinanderfolgenden Durchgängen hier machen müssen, dass es quasi wieder zurückresettet dann. Not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Oder müssen wir vielleicht jedes Mal bis zu einem Ende durchspielen? Das wäre natürlich auch blöd. Input? Ja, hier ist ein neuer Input. Wunderbar, jetzt neu starten. Ach ja, was macht man nicht alles für so ein Ende? So, der letzte Input fehlt, weil wir ja noch beim Vorletzten sind. Haha. Stanley hoped that he would one day see weather. Hallo? Machst du mal den, jetzt hat er den Input. Wenn wir jetzt neu starten, müssten wir das Ende über Stanleys Computer aktivieren können. Ich bin ja mal gespannt. Jawohl. Okay, Leute. Dann war's das für heute. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet, wenn wir hier die letzte Taste drücken. Weil ich habe, was die einzelnen Enden wirklich sind, habe ich mir nämlich nicht gespoilert, sondern nur tatsächlich den Weg dahin. Also ich weiß, wie dieses Ende heißt. Das heißt Himmel. Es steht ja auch im Episodentitel, ist von daher kein Spoiler. Aber ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also gucken wir mal zusammen nach jetzt. Zack. Okay. Ladebildschirm. Oh, ganz viele Knöpfe zu drücken. Willkommen im Himmel, Stanley. Ich drücke hier die Knöpfe, ja. Mein Gesang, der passt überhaupt nicht zu der Melodie im Hintergrund, wenn man sie denn so nennen will, tralalalala. Ja, nutzt sich schnell ab das Ganze, aber trotzdem ganz cool. Whee! Guck mal, wie viele Knöpfe ich schon gedrückt habe. Juhu! Und keiner sagt mir, welche Knöpfe ich drücken muss. Ich kann das ganz alleine entscheiden. Ich habe die Macht. Okay, wird langweilig. Ich starte neu. Wir sehen uns morgen. Ciao.